Für diesen wunderschönen Pulli benutze ich von Alice das Babywool. Wir haben hier 50 Gramm auf 175 Meter. Wir brauchen so gut 500 Gramm Wolle, also so 10 Knäule. Könnt ihr rechnen für die Größe 50, 52. Ihr könnt die Anleitung aber auch jederzeit vergrößern und verkleinern. Stricken tue ich das Ganze mit meiner Vierernadel. Wir brauchen aber verschiedene Nadelseile. Also ich fange jetzt hier mit dem 80er Seil an. Für den Körper gehe ich aber dann schon auf 1 Meter 1,20 so als Seil. Einfach damit, dass da nicht so viele Maschen auf dem Seil werden und es dann nicht zu eng wird. Fürs Bündchen brauchen wir ein kleines Nadelspiel. Da nehme ich dann das 3,5er. So, als erstes schlagen wir uns 120 Maschen im Kreuzanschlag an. Dafür nehme ich mir ein gutes Stück Faden ab. Lege jetzt das lose Ende um Daumen, um Zeigefinger meiner Hand und in die Hand. Und der Arbeitsfaden geht vorne in der Hand entlang. Jetzt mit unserer Nadel zwischen Daumen und Faden rein, Faden anheben, über dem Faden, der hier so quer gespannt ist, einmal unten nach unten drücken. Daumen lösen, Masche Nummer 1. Das gleiche jetzt noch einmal zwischen Daumen und Faden rein, Faden anheben. Jetzt machen wir mit der Hand so eine leichte Drehung und holen uns den Faden, der hier drüben ist. Wir haben jetzt hier vorne zwei Fäden, einmal beim Daumen, einmal beim Zeigefinger. Und wir holen uns den beim Zeigefinger und gehen durch die Schlaufe beim Daumen. Masche Nummer 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das sind jetzt erstmal unsere 120 Maschen. Momentan sieht es noch nicht viel aus, aber das wird. So, wir stricken jetzt erst einmal die erste Runde alle Maschen rechts ab. Also gehen wir vom Seil Richtung Nadelspitze durch die Masche durch, holen uns den Faden und gehen wieder zurück. Jetzt seht ihr gleich schon, dass unsere ganze Maschenschlange ein wenig in die Länge wächst. So, wir machen diesmal keinen Handwechsel. Wie ihr seht, es passt wunderbar um das Seil drumherum. So, ein Maschenmarkierer. Der kommt jetzt einfach auf unsere Arbeitsnadel drauf. Das ist die, wo unser langer Faden noch dran ist. Und jetzt stricken wir eine Masche rechts. Also vom Seil Richtung Spitze durch. Faden holen und runterziehen. Und eine Masche links. Das heißt, wir tun uns den Faden jetzt auf die Nadel. Gehen von der Spitze Richtung Seil vorne durch die Masche durch, holen uns den Faden und durch. Eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Und so machen wir das jetzt so lange im Wechsel weiter, bis wir insgesamt 17 Reihen gemacht haben. Das hier ist jetzt Reihe Nummer 1, die reine rechte Reihe, die zählt nicht mit. Die Lücke, die wir hier drüben haben, die schließen wir in der nächsten Runde. Dadurch, dass wir dann einfach im Kreis weiter stricken, schließt die sich ganz automatisch. Und so geht das jetzt 17 Runden weiter. So, ich stricke mal schnell meine 17 Runden und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, den Kragen habe ich jetzt fertig. Das sind unsere 17 Runden. Den Maschenmarkierer habe ich schon wieder rübergenommen. Jetzt stricken wir eine Runde reine rechte Maschen. Das heißt, wir gehen jetzt nicht nach linken und rechten Maschen, sondern wirklich einfach alles rechts. Und in der nächsten Runde verdoppeln wir jede sechste Masche.
Aber jetzt erstmal eine Runde, alles rechte Maschen. So, die Runde haben wir geschafft. Und jetzt verdoppeln wir jede sechste Masche. Also stricken wir die ersten 5 Maschen ganz normal rechts ab. 3, 4, 5 und jetzt die sechste Masche. Die stricken wir einmal rechts ab, lassen die Masche aber auf der Nadel und gehen jetzt nochmal von der Nadelspitze Richtung Seil durch die gleiche Masche, nehmen aber diesmal hinten das Beinchen und jetzt lassen wir es von der Nadel gleiten. So, noch einmal 5 normale rechte Maschen. 2, 3, 4, 5. Die sechste Masche einmal rechts und einmal von der Spitze aus verschränkt rechts. 2, 3, 4, 5. Einmal rechts und einmal verschränkt rechts. Zwei, drei, vier, fünf, einmal rechts, einmal verschränkt rechts. So, jetzt haben wir die Runde auch fertig. Die letzte Verdoppelung ist auch die letzte Masche in der Vorreihe. Jetzt stricken wir 22 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. Nun kommt ein Maschenmarkierer. Wir stricken wieder eine Masche rechts und wieder ein Maschenmarkierer. Wie ihr seht, ich benutze jetzt für die Zwischenreihen eine andere Farbe wie mein erster Maschenmarkierer. Das ist einfach dafür, weil hier der Rundenanfang ist, dass das immer schön anders markiert ist. So, nun stricken wir 46 Maschen rechts. Vier, fünf, sechs, sieben, 46 Maschenmarkierer. Eine Masche rechts, Maschenmarkierer. Jetzt wieder 22 Maschen rechts. 2, 3, 4, 22 Maschenmarkierer. Wieder eine Masche rechts, wieder ein Maschenmarkierer. Jetzt wieder 46 Maschen rechts. 46 Maschen sind jetzt gemacht. Ihr seht, wir haben jetzt noch eine Masche zwischen uns und dem runden Anfang. Wir setzen wieder einen Maschenmarkierer, stricken die eine Masche nach rechts, nehmen den Maschenmarkierer rüber und sind damit in der nächsten Runde. Die erste Masche verdoppeln wir. Jetzt stricken wir uns rüber. Bis zum anderen Maschenmarkierer und da verdoppeln wir die Masche vor dem Maschenmarkierer. Die Abteilungen mit den 22 Maschen, das ist für unsere Arme und die mit 46 Maschen, das ist Vorder- und Rückseite. So, ich bin gleich da. Jetzt haben wir noch eine Masche, dann kommt der Maschenmarkierer und die Masche wird verdoppelt. Maschenmarkierer rüber, die Zwischenmasche einfach rechts stricken, Maschenmarkierer rüber, diese Masche wieder verdoppeln. Und wieder rüber stricken bis zum nächsten Maschenmarkierer. Da machen wir das gleiche Spiel, die Masche vor dem Markierer wird verdoppelt. Markiere rüber, die nächste Masche einfach rechts, markiere rüber und die Masche nach dem Maschenmarkierer auch wieder verdoppeln. Und so bewegen wir uns jetzt in Runden immer weiter.
bis wir insgesamt 45 Runden gestrickt haben. Also hier stricken wir jetzt eine ganze Weile. Und deswegen auch am Anfang den hellblauen Maschenmarkierer, dass man genau sieht, wo ist meine Runde. So macht sich das mit dem Zählen einfach schöner. So, ich nehme jetzt noch bis zum nächsten Markierer mit und dann stricke ich schnell die Runden mal durch. So, jetzt haben wir wieder eine Masche, dann kommt der Markierer, die wird jetzt verdoppelt, Markierer rüber. Nächste Masche einfach rechts, Markierer rüber und die Masche wieder verdoppeln. Und so stricken wir uns jetzt weiter durch, bis wir 45 Runden gestrickt haben. Das ist jetzt unser Pulli nach den 45 Runden. Wie ihr seht, es ist schon jede Menge Pulli geworden. Wir haben jetzt auf den beiden Ärmelseiten jeweils 116 Maschen. Und auf Brust und Rücken haben wir 136 Maschen. Die Tabelle habe ich euch mit dabei gemacht. Die könnt ihr euch wunderbar ausdrucken und dann hier immer abhaken, in welcher Runde ihr gerade seid. Und auch natürlich die Maschen nachzählen. Und so wisst ihr immer, bin ich noch richtig oder nicht. Und so können auch kleine Sachen korrigiert werden, wenn irgendwie mal eine Verdopplung vergessen wurde. So, jetzt geht es darum, wir müssen uns jetzt die Ärmel sichern. Entweder nehmt ihr dafür diese Sicherheitsnadel, die es da gibt, die sieht aus wie so eine große Büroklammer, oder ihr benutzt, wie ich jetzt hier auch, Seile und Maschenstopper, oder ihr könnt natürlich auch einen Faden verwenden. Wenn ihr das auch mit Seilen und Maschenstopper macht, nehmt ihr die Arbeitsnadel raus. Stopper drauf, aber nur auf die Arbeitsnadel. Die andere Nadel lassen wir, wo sie ist. Nadel auf ein leeres Seil. Auf die andere Seite den Stopper drauf. Und wir stricken uns jetzt bis zum nächsten Maschenmarkierer mit normalen Maschen. Das heißt keine Verdopplung oder irgendwas, sondern einfach wirklich nur eine Runde rechte Maschen durch. So, jetzt bin ich gleich durch. Die letzte Masche, Maschenmarkierer raus. Die Masche zwischen den zwei Maschenmarkierern nehme ich auch noch mit in den Ärmel. Der Maschenmarkierer kann auch gehen. Arbeitsnadel langziehen, dass wir alle Maschen nur noch auf dem Seil haben. Wir lösen unsere Arbeitsnadel. Maschenstopp. Und schon haben wir unseren Arm jetzt auf dem Seil drauf. Arbeitsnadel wieder in unser langes Seil rein.
Wir gehen wieder in Strickstellung. So, diesen Maschenstopp, den legen wir uns am besten jetzt nach oben weg, weil nach unten würde er sehr stark die Nadel behindern. Und jetzt stricken wir uns hier einfach mit rechten Maschen am Rückenteil entlang bis zum nächsten Maschenmarkierer. Die Masche dann zwischen den zwei Maschenmarkierern geht mit zum Rückenteil. Und dann müssen wir die gleiche Prozedur mit dem Seil nochmal für den anderen Ärmel machen, so dass wir auf unserem langen Seil dann nur noch Vorder- und Rückteil haben, aber kein Ärmelchen mehr. Diese kleine Lücke, die hier entsteht, die schließen wir gleich in der nächsten Runde. Hier haben wir jetzt unser Ärmelchen abgetrennt, einmal hier, einmal hier. Vorteil ist, wenn man das mit dem Seil macht, wir können dann hier gleich die Nadeln dran machen und können weiter stricken. Nachteil, man hat halt diese ganzen Maschenstopper jetzt dazwischen. So, ich mache das jetzt schnell mit der anderen Seite noch mit dem Ärmelchen und stricke mich dann bis an diese Lücke ran und dann zeige ich euch, wie es mit der Lücke weitergeht. So, wenn wir jetzt unseren Pullover vor uns legen, haben wir jetzt hier den Kragen, hier unser Brustteil, hier das Rückenteil und hier jeweils auf den Seilen unsere Ärmelchen. Also man kann schon sehr schön den Pulli erkennen. Dass sich das jetzt hier so einrollt, ist vollkommen normal. Wir stricken ja schließlich glatt rechts. So, jetzt haben wir hier immer so große Lücken zwischen Vorder- und Rückteil auf beiden Seiten. So, hier haben wir unsere beiden Maschenstopps von dem Ärmchen. Die legen wir einfach uns beide nach vorne. Und jetzt müssen wir ziemlich nah aneinander, also ziemlich straff auch unseren Arbeitsfaden halten und stricken uns hier mit rechten Maschen weiter. Und schon ist diese Lücke geschlossen, wie ihr seht. Jetzt haben wir hier ein wunderbares Maschenbild und können uns schön in die Höhe stricken. Und zwar jetzt ganz fröhlich weiter in Runden, bis wir eine Länge von 40 cm haben. Messen tun wir die Länge ab dem Punkt, wo wir beides miteinander verbunden haben. Also sprich ab hier. Wir messen dann auch in der Achse, das ist dann der Punkt unterm Arm, also genau da, wo unsere zwei Maschenstopps sind. Und so stricken wir uns jetzt einfach glatt weiter, bis wir die Länge von 40 cm haben. Sollte euch das zu lang sein, dass ihr lieber einen kurzen Pulli haben wollt, könnt ihr auch ohne Probleme früher stoppen. Er sieht auch ganz gut aus, wenn ihr nur 37 cm strickt. Oder es ist halt Geschmackssache. Strickt jetzt einfach die Länge, die ihr haben wollt. Aber es kommt auch noch ein kleines Bündchen. Das müsst ihr mit einbedenken. Das Bündchen machen wir 6 cm. Also wollt ihr einen Pulli von einer Achsellänge 37 cm haben, strickt er jetzt hier 31 cm glatt weiter, weil 6 cm macht ja noch unser Bündchen. Oder ihr strickt jetzt auch auf die 40 cm und macht dann nochmal das Bündchen dran, da sind wir dann bei einer Gesamtachsellänge von 46 cm und habt halt auch gleich etwas, was ein bisschen länger ist. Das ist ganz rein jetzt Geschmackssache. Ich bin hier übrigens noch beim zweiten Knäuel, aber Knäuel 3 geht gleich dran. So, ich stricke mich jetzt mal auf meine 40 cm und dann sehen wir uns gleich für das Bündchen wieder.
So, meine Lieben, jetzt liegt schon ein ganz gut angewachsener Pullover vor uns. Ich habe jetzt die Länge von 40 cm. Jetzt setze ich mir einen Maschenmarkierer. Weil wir machen jetzt unser Bündchen. Wir stricken jetzt eine Masche rechts, eine Masche links. Eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und so geht es jetzt die gesamte Runde weiter. Immer eine Masche rechts, eine Masche links, dann wieder eine rechts, eine links. So, jetzt bin ich mit der Runde fast durch. Sieht man schön am Maschenmarkierer. Eine rechte Masche und noch die letzte linke Masche. Und wir fangen wieder mit rechts an. Ihr habt ja gesehen, ich habe einfach den Maschenmarkierer rübergenommen. Rechte Masche, linke Masche, rechts, links. Ja, und so geht das jetzt weiter in die Höhe, bis wir eine Bündchenhöhe von 6 cm haben. Achtet bei den linken Maschen darauf, dass sie nicht so locker werden. Und dann wird das ein wunderschönes Abschlussbündchen. Und das Schöne ist dann, es kringelt sich dann auch nichts mehr. Ihr habt ja gemerkt jetzt beim Stricken, dass der Pullover sich immer ein bisschen eingerollert hat. So wie hier oben bei den Ärmeln. Da sieht man es noch sehr schön, wie das hier eingerollt ist. Aber wenn wir unser Bündchen gemacht haben, rollt sich da nichts mehr. Und ich finde, 6 cm ist auch eine sehr schöne Höhe. Und so geht das jetzt immer weiter, bis wir 6 cm haben. So, ich mache die 6 cm bei mir mal schnell fertig. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich soweit bin, und kälteln hier unten zusammen ab und machen natürlich dann auch noch die Ärmelchen. So, meine Lieben, ich habe jetzt mein Bündchen auf 6 cm. Wie ihr seht, es ist schon ein recht langes Bündchen, passt aber wirklich super zu dem Pullover. So, jetzt wollen wir abkätteln. Wir stricken dafür die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts. Ja, natürlich, wir haben hier noch ganz viele andere Maschen, aber wir betrachten jetzt nur die zwei Maschen, die wir gestrickt haben. Nehmen die wieder auf die Nadel. Das heißt, wir gehen mit der Nadel, wo die Maschen eben drauf lagen, vorne durch die beiden Maschen durch, sodass die beiden Nadeln sich wie so ein X treffen. Dann holen wir uns den Faden mit der Arbeitsnadel und gehen durch beide Maschen durch. Die nächste Masche rechts und wieder das X mit den Nadeln. Faden holen, durch beide Maschen durch. Eine rechts stricken, wieder das X mit den Nadeln, Faden holen und beide durch. Wir haben dann hier immer eine Schlaufe liegen, deswegen stricken wir jetzt nur noch eine Masche rechts. Ganz am Anfang mussten wir beide machen, aber jetzt haben wir hier immer eine Masche liegen. Und so stricken wir uns jetzt hier durch. Und ihr seht dann schon, hier liegen jetzt unsere abgekettelten Maschen. Und das hier wird immer größer, der Abstand. Weil das dann zum Schluss etwas schwierig wird, mache ich mir dann hier hinten auf das Seil den Maschenstopp. Also sprich, ich trenne die Nadel von dem Seil, mache mir auf das Seil den Maschenstopp drauf und habe dann nur noch die eine Nadel in der Hand, weil wir haben immer nur eine Masche im Großen und Ganzen auf der Nadel liegen. Und dann funktioniert das auch wunderbar. Ja, und so kettle ich jetzt jede Masche ab, bis wir einmal drumherum sind
und nur noch eine Masche auf der Nadel haben. Und der Rand ist auch ein bisschen elastisch. Das macht es dann einfach schöner fürs An- und Ausziehen. So, meine Lieben, so sieht jetzt unser Rand aus, nachdem wir ihn wunderbar abgekettet haben. Der ganze Pullover ist unten jetzt schon frei. Den Faden muss ich dann noch vernähen, aber die Fäden vernähe ich immer ganz zum Schluss. Jetzt wollen wir uns um die Ärmelchen kümmern. So, die sind bei mir hier immer noch auf dem Seil mit den Maschenstoppern. Und wir haben jetzt hier 117 Maschen liegen. 116 Maschen waren ja die vom Arm plus eine aus der Zunahmleiste. Aus der Zunahmleiste haben wir ja die Masche in der Mitte mit in den Arm genommen. Deswegen 117. Aber bei der 117 bleibt es auch nicht. Wir erhöhen gleich noch. Und zwar haben wir hier noch einen kleinen Spalt zwischen den beiden Abteilungen. Und hier ziehen wir uns gleich noch ein paar Maschen raus, dass wir auf 120 Maschen kommen. Ich bringe jetzt nur erstmal schnell die Nadeln an. Achtet wirklich darauf, dass bei euch der Pulli richtig gedreht ist. Ich hatte jetzt gerade die Außenseite außen und wenn ich jetzt so angekettelt hätte, wären meine Maschen genau andersrum gewesen und das wollen wir ja nicht. Deswegen wieder die Außenseite nach innen, die Innenseite wieder nach außen. So, jetzt schnappen wir uns unsere Wolle. Ich lasse mir hier immer ein Stückchen mehr Faden stehen, dass ich es dann einfach vernähen kann. So, wir ziehen uns jetzt aus diesem Stück zwischen dem Seil und der Nadel, ziehen wir uns jetzt drei Maschen. Einmal hier vorne in dem weißen Abteil. Das ist so ein kleiner Querfaden, der hier so rüber geht. Da ziehen wir uns jetzt eine Masche raus. Das heißt, ich steche mit der Häkelnadel ein, hole mir unseren Arbeitsfaden, den wir auch neu ankettlen wollen, und legen die Masche auf die Nadel. Jetzt in diesen Querfaden und auf die Nadel. Und damit es jetzt hier nicht so große Löcher gibt, steche ich immer eine Masche tiefer ein. Das heißt, ich nehme nicht diesen Querfaden, weil das wäre ein riesen Loch, sondern ich steche hier unter diesem rosanen V ein, so dass ich hier im Prinzip durch drei Fäden durchsteche, hole mir den Faden, gehe durch, lege den auf die Nadel und jetzt haben wir insgesamt 120 Maschen in der Runde. Wir machen uns strickfertig und stricken jetzt ganz einfach unsere Runden weiter. So, jetzt habe ich den Anfangsfaden ein bisschen mitgenommen, den lasse ich jetzt liegen zum Vernähen dann und stricke ganz normal mit unserem Faden weiter. So, und zwar stricken wir uns jetzt auf eine Länge von 50 cm. Wir messen aber nicht ab da an, wo wir jetzt angekettelt haben, sondern wir messen von oben. Hier ist oben. Das heißt, hier vom unteren Rand so runter 50 cm. Das wären bei mir jetzt gerade im Moment, na, so gut 18 cm habe ich jetzt schon. Also da fehlt noch eine ganze Menge. Und so geht das jetzt 50 cm weiter runter. Und hier drüben, wo wir die Maschen aufgenommen haben, wird dann einfach drüber gestrickt und dann sieht man das auch nicht mehr.
So, ich stricke mal bei mir schnell auf die Länge und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe den Ärmel jetzt auf 50 cm Länge. Wir setzen uns jetzt einen Maschenmarkierer. Und wir stricken jetzt jede dritte und vierte Masche zusammen. Das heißt, die ersten beiden Maschen stricken wir ganz normal rechts, wie die ganze Zeit jetzt. Und die 3 und die 4 holen wir uns ein Stück nach vorne, gehen durch beide Maschen durch und stricken die rechts ab. Ich zeige es euch nochmal. 3 ein Stück nach vorne, die 4 ein Stück nach vorne, durch beide Maschen durch, wie zum Rechtsstricken, Faden holen, durch und abgestrickt. Das wiederholen wir jetzt 2 Runden lang. Also diese Runde jede dritte und vierte zusammen und auch in der nächsten Runde. Dann wird es gleich ein bisschen eng auf unserer Nadel. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch ein kleineres Seil nehmen. Weil wir verlieren jetzt jede Menge Maschen. Zwei und drei und vier zusammen. Und die 3 und die 4 zusammen. So, ich mache das jetzt mal schnell die 2 Runden fertig und wenn die fertig sind, sehen wir uns gleich wieder. So, in der nächsten Runde verlieren wir noch mehr Maschen. Wir tun jetzt mal den Maschenmarkierer zur Seite. Ich schnappe mir jetzt schon mein Strickspiel, also eine Nadel von dem Strickspiel. Das war die 4er Nadel, das ist die 3,5er Nadel. Wer das Bündchen am Arm nicht so eng möchte, kann hier auch die 4er Nadel benutzen. Ich mag es am Arm etwas enger und fester, deswegen die 3,5er Nadel. So, wir stricken jetzt jede zweite und dritte Masche zusammen. Das heißt, die erste Masche stricken wir ganz normal und dann die 2 und die 3 zusammen. Ihr seht, ich stricke gleich schon auf mein Strickspiel drauf. So spart man sich dann hinterher das Maschenschieben. Wer das mit dem Strickspiel nicht möchte und mit den kleinen Seilen zurechtkommt, kann selbstverständlich auch diese benutzen. Und so stricken wir jetzt unsere ganzen Maschen von der 4er Nadel auf die 3,5er. Natürlich müsst ihr beim Strickspiel darauf achten, dass euch die Nadeln auf der Seite nicht wieder runterflutschen. Aber das ist ja nur jetzt bei der Runde so. Ihr könnt auch, wenn euch das dann schon zu viele Maschen sind, einfach die nächste Nadel vom Strickspiel benutzen. So, hier haben wir eine gemacht, das heißt die 2 wieder zusammen.
Und so sortiert ihr die Nadel, und so sortiert ihr die Maschen dann gleich dahin, wo sie hingehören. Und wenn jetzt auf der einen Nadel mehr Maschen sind als auf der anderen, ist das auch nicht weiter dramatisch. Ich gucke gerade, dass euch die eine Nadel nicht so beim Gucken stört. So, jetzt sind alle Maschen auf dem Strickspiel. Wer 5 Nadeln hat, verteilt natürlich die Maschen auf 4 Nadeln. Das ist ja ganz klar. Ich habe jetzt diese. So, und nun beginnen wir und stricken jetzt immer eine Masche rechts. Und eine Masche links, wie bei unseren anderen Bündchen auch schon, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Ich mache jetzt diese Nadel mal komplett mit euch zusammen. Links, eine rechts, eine links. Ne? Jetzt so, eine rechts. So, jetzt hat man eine rechts, das heißt, wir fangen jetzt mit einer linken an, weil ich das persönlich immer etwas schwierig finde, mit einer linken Masche anzufangen. Nehmen wir jetzt einfach hier eine Masche. Moment, das müssen wir unsere Maschen ein Stück vorschieben. Nehmen die uns auf die leere Nadel, halten die fest, schieben die noch nicht gestrickte Nadel wie die Maschen in die Mitte. Holen uns hier drüben die Nadel, die wir gerade bestrickt haben, so dass wir eigentlich jetzt unsere leere Nadel als Zwischennadel verwenden. So, jetzt haben wir auf links geendet und jetzt können wir hier auf der neuen Nadel ganz normal mit rechts beginnen. Aber ich finde es persönlich sehr, sehr oder etwas schwieriger, auf links neu anzufangen. Reihe. Deswegen schubse ich dann die Maschen ganz gerne so, dass ich auf rechts, auf links ende, dass ich dann wieder auf rechts beginnen kann. Und dann geht das hier ganz normal weiter. Ja, die erste Runde ist etwas locker, weil wir starten ja von einer 4er Nadel auf eine 3,5 und sogar diesen kleinen Unterschied, den merkt man in der Masche. Aber hinterher im Pulli sieht man das gar nicht, dass diese Runde ein wenig locker ist. Hier enden wir jetzt auch wieder auf links. Das heißt, wir können jetzt hier wieder ganz normal auf rechts starten. Und so stricken wir uns jetzt immer wieder hin und her.
bis wir eine Bündchenlänge von 6 cm erreicht haben. Oder halt so lang, wie ihr euer Bündchen haben wollt. Das ist wieder ganz Geschmackssache. Ihr schaut dann einfach, wie lang euch das Bündchen gefällt, wie ihr es haben wollt und dementsprechend lang strickt ihr das jetzt. Beim Waschen ungefähr wächst der Pulli dann nochmal so gut 1 cm, deswegen berechne ich das hier alles so, dass noch ein kleines bisschen Luft ist. Weil nach dem ersten Waschen wächst er halt noch 1 cm ungefähr und dann passt er wie angegossen. Der helle Pulli auf den Fotos, das ist zum Beispiel schon einer nach dem Waschen. Und wie ihr seht, der passt wirklich wie angegossen. So, ich stricke jetzt mal mein Bündchen zu Ende. Franz mir das hier mal alles aus. Und wenn ich dann soweit bin, ketteln wir hier noch ab und dann brauche ich noch den zweiten Ärmel.